Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum mit einer Überraschungsbox, gut, und ein paar Neuigkeiten. Ach, bitte nicht ein Wochenpferd. Bitte. Ah, lauf ich mal. Niemand hier? Okay. Irgendwie ist die Gilde langsam inaktiv, habe ich so das Gefühl. Keine Ahnung. Ich habe meine Skillung gewählt mit vielen verschiedenen Attacken, weil ich eventuell einen Booster einsetze. Mit den Attacken, sondern nicht mit den Auto-Hits, levelt man schneller und besser. Scheinbar ist hier recht viel los. Also ja, es wird angegriffen. Deshalb gehen wir mal. Aber der kann die Flügel färben. Okay. Was sehe ich hier? Ich habe leider kein. Okay, Plane Wreck ist einer von hier. Also einer ohne meine oder den anderen Bilden. Ah, ist Deutscher, okay. Okay, gut. Ja, ich werde eventuell eben jetzt nachher einen AXP Booster einsetzen. Ja, es ist ein bisschen gefährlich, aber ich laufe einfach mal rein. He? Nehmen wir die Auszeit. Nehmen wir ein strikter Ball auf das Fräse. Auf das Fräse von den Lameys, also Hasenfräse. Extra ein bisschen böse sein. Wo sind die anderen? Da oben ist jetzt zum Beispiel einer, der kann auch machen. Kann auch ein bisschen bluten. So. Sehr schön. Vielleicht wieder ein bisschen weniger asozial. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja, YouTube wird langsam ein bisschen asozial. Da kann man leider nichts machen. Aber ja, eventuell werde ich halt immer nur am Abend dann livestreamen. Auf Twitch, wenn ich wieder beitreten kann. Und ja, werde dann mal gucken, dass wir da. Ah, ich kann nicht durch, weil es denen gehört. Seid ihr alle gestorben, ihr Noobs, ey? Ui. Nein! 3200 Schaden! Ui. Nee, es ist so, alles, was ich so, ja, an der Sage auf einer anderen Art von Sprache, Sprachausdruck, ist gespielt. Und wenn die Leute das auf YouTube nicht verstehen, dann habe ich keine Lust auf YouTube. Ich muss den Arschlöchern nicht etwas gönnen. Und an den Netten, ja, ihr seid da, ihr schaut, aber ihr dürft auch gerne liken. Aber jetzt momentan habe ich das Gefühl, ich muss die Like-Funktion abstellen, dass ihr nicht mehr seht, wie viel geliked und gedisliked hat. Dürft trotzdem noch liken und disliken, das ist klar. Aber damit nicht so ein Babo-Theater ist, das ich einfach momentan aushalten muss, weil ich momentan einfach zu krank bin, weil ich ADHS habe und es momentan extrem fest ist, oder? Deshalb kann ich das jetzt momentan nicht so gut machen. Was? Minus 5? Hä? Leute, das nächste Mal geht ihr einfach mit. Kann doch nicht sein, dass ihr da einfach irgendwo hockt und gar nichts macht. Und ich werde wieder gefokust. Wahrscheinlich wegen den Flügeln. Ich ziehe sie bald wieder raus. Das geht einfach gar nicht, dass ich immer gefokust werde wegen den Flügeln. Ja, aber die sind halt übersichtlich. Die sind groß, nicht so klein wie die oder die. Ja, die sowieso. Nee, Scherz. Das ist eben auch wieder gespielt, Leute. Das ist einfach Roleplay. Das mache ich halt einfach. Darf ich nicht mehr Roleplay machen? Ich tue extra die Stimmen ändern. Aber nö, es will natürlich niemand, dass ich Stimmen verändere. Ich bin der alte Klaus, der Santa Claus. Ich bin der, der Geschenkchen euch gibt. Also benehmt euch. Gell? Schön benehmen. Die Pfeifle. Nee.
ihr lustigen Menschen, ihr Haters. Ich weiß, ihr seid Haters. Aber ihr könnt auch ganz nett sein. Wir Schweizerdeutsche sind immer nett. Haben immer schwarze Witze, sind aber immer nett. Und schwarze Witze, die sind toll. Die sind nicht böse. Ja, ja. So, wir haben das Fort jetzt wieder eingenommen. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt ist der Turm noch ein bisschen hoch. Hallo, guten Tag, wie ist jemand hier? Gibt's hier noch ein paar Leute? Wieso bin ich gestand? Hä? Mann, diese blöden Barbs. Wo ist der Barb? Auf mir? Ist der auf mir gestorben? Das ist wieder so eine kleine Ratte. Wo ist sie? Ah, das ist schon wieder dies. Ah, da. Ja, ist wieder so eine kleine Ratte gewesen. Mann! Ich find's doof. Man verliert immer als kleiner Low-Leveler. Ja, das wurde kritisiert auf Steam. Ich könnte ja mal kurz ein paar vorlesen, weil ich habe jetzt sowieso nicht... Habe ich wenigstens ein paar Warson, also Ding bekommen? Krups. Nö, keinen einzigen. Weißt du, es bringt überhaupt nichts. Die Leute sagen, ich soll hier, keinen einzigen. Die Leute haben keinen einzigen getötet, den ich auch angegriffen habe. Es geht einfach nicht. Also ich tue mal vorlesen, was so geschrieben wird. Auf Steam, Champions of Regnum. Dann, klick drauf, Community Hub und hier Shopseite. Und dann habt ihr hier unten die Kommentare, also die Bewertungen. Habt das Spiel nun ca. 7 bis 8 Jahren intensiv gespielt und muss nun endgültig und ganz entschieden davon abraten. Begründe auch sehr gern, warum ich das so sehe. In dem Spiel haben sich frühe Spieler, der Entwicklerteam, lächerlich, dass dieser Entwickler als die Nummer 1 in Argentinien gilt, wie auch immer. Dieses Entwicklerteam kann irgendwann wegen seinen Jahren schrumpfende Spieleranzahlen auf die Idee, sogenannte Multi-Ream-Accounts einzuführen, da es mehrfach notwendig geworden war, jeweils zwei Server zu einem Server zusammenzufassen. Kurz, man ist nicht mehr auf einen Lech festgelegt. Problematik, kein Scherz kann sich mehr auf den anderen verlassen. Ja, kein Schwanz kann sich mehr auf den anderen verlassen. Da der ja eventuell Freunde in einem anderen Reich hat, die er lieber unterstützt als das Reich. Das ist auch so etwas. Es gibt nicht mehr so ein ja, Feind-Feind-Feind-Bild, sondern eher Freund-Freund-Freund-Bild, die sich trollen. Schon sehr traurig nach so langer Zeit, aber es war aber von dieser Community oder vielmehr dem traurigen Rest, der davon noch über ist. Und dieses Spiel sage ich mir als eindeutig Finger weg. Ja, das ist Cheaten, Hater, Bug-Using, Account-Diebstahl, Rassismus, unnötige Erweiterung. Hater, die sind jetzt bei mir angekommen. Uralte Bugs seit 9 Jahren ohne Fix. Ja, ich spiele es halt. Ich spiele es nicht wegen den Bugs oder wegen den Hatings oder so. Ich spiele es, weil es einfach ein mega großen Überblick, ein tolles Feld aus Roleplay, aus Kriegssimulation, aus Freunden, alles mögliche ist. Ihr müsst nicht immer auf das Negative schauen von Spielen. Schaut auf die positiven Sachen. Es ist wirklich viel besser. Weil ich habe jetzt das ständig immer wieder gemacht und habe einfach viel zu wenige Spiele gefunden, die mir gefielen. Schaltet das ab. Schaut auf die guten Dinge eines Games. Sie machen trotzdem mega viel Spaß. Auch wenn viele schlechte Sachen noch drin sind. Aber, ja. Es ist nun mal so. Oh. Nochmals im Feuerwerk. Ja, das machen wir dann in New York. New York. New Year. Ich bin schon in New York. Heute Nachmittag habe ich und mein Vater geredet über das Empire State Building. Weil es lange Zeit das höchste Gebäude war auf der Erde. Ich glaube so ungefähr 24 oder so. Also 1924 gebaut und danach ist ungefähr Mitte 50er Jahre das erste Gebäude der Welt und das ist auch nicht schlecht, oder Mitte 40er Jahren, glaube ich. Aber auf jeden Fall, solche Sachen, mir geht es nicht immer nur um Ruhm und Geld und so weiter. Ich rede sehr viel über Dinge, die einem gar nicht so weiterbringen, aber einfach Lebendigkeit geben. Diese Lebendigkeit, dass wir die Menschheit braucht,
Heutzutage ist einfach der Mensch so: Ich gehe geradeaus, ignoriere alles und das, was ich nicht ignoriere, hate ich. So ist die Welt, also nur noch Gewinn bringt. Die Welt denkt einfach, sie könnte alles machen, zum Beispiel eben Greta Thunberg zum Beispiel haten oder Trump haten, sonstige Sachen, zum Beispiel in Drago Basel auf YouTube haten und sonst vergöttern, aber die ja liken eben nie oder schreiben nicht so viele Kommentare und so weiter. Da komme ich immer Hating-Kommentare, wie zum Beispiel: Du Bob, spielst immer noch Champions of Regnum, du Hurensohn, Motherficker und so Sachen. Sorry für den Ausdruck gerade, aber das hat jemand geschrieben heute Morgen an Weihnachten. Stellt euch das mal vor. Und da denkt man natürlich schon gerne: Ja, muss man das wirklich machen? Kann man das nicht irgendwie, ja, als kleiner YouTuber ignorieren oder so? Nee, man kann es nicht. Man kann von dem nicht weg. Weil die wissen ganz genau, kleine YouTuber, die haten. Die werden gehatet. Oder die können gehatet werden. Nee. Und das ist das Problem. Also ich bin momentan nicht glücklich. Ich habe jetzt hier extra für euch, damit es ein bisschen vorwärts geht, 25.000 Simoleons geholt, die Flügel gekauft, niemand hat ein Feedback gegeben und ich möchte das Geld gar nicht mehr ausgeben. Weil ich sehe, nee, die Leute wollen lieber, dass ich einfach dumme Herum-Videos mache. Ja, halt einfach irgendwie alleine bin, nicht in einem Clan oder so. Weil der Clan ist so inaktiv, es hat niemand geschrieben, bin off. Ja, bin off, hat einer geschrieben. Der Clan ist völlig inaktiv, macht nichts, hat immer Kritiken zu mir, zum Let's Playen, also zum Livestream. Oh, irgendwas ist da und so, das ist klar, das ist schon ein bisschen Kritik, aber das ist natürlich klar, die helfen mir auch in-game, weil ich ja nicht immer so die ganze Zeit auf YouTube schauen kann und so. Aber einfach mal, ja, andere Sachen halt mal positiv denken, nicht immer negativ. Oh, der hat noch Probleme mit der Auflösung, mit dem zweiten Bildschirm und so, disliken wir ihn. Was könnt ihr den Großen machen? Dann verstehen die Großen auch, wie viel sie falsch machen. Weil die machen viele mehr falsch als wir klein. Und das ist es eben. Ich kann Große nicht mehr schauen, weil sie einfach nur schlecht sind. Also jetzt habe ich gerade kurz das Let's Play von Animal Crossing von Domtendo geschaut. Ich kann den nicht mehr schauen. Sorry, aber Domtendo macht sowas von Gentleman-artig. Das haut mir einfach irgendwie ein bisschen so die, das, ja. Der arme Schlucker von früher ist nicht mehr da. Er ist einfach nur abartig, großkotzig geworden. Und ja, dann habe ich seit langem wieder halt auch immer ein Dislike geschenkt. Aber der hat so viele Likes und so wenig Dislikes. Ja. Das nützt ja sowieso nichts, also werde ich dann auch aufhören mit dem. Aber einer von mir, also ein guter Fan, der jede Videos schaut und jede Videos disliked, der muss natürlich gleich mal 3 Dislikes einschenken bei Minecraft Part heute. Gut, also werde ich einfach die Bewertung ausstellen bei diesem Video und ja, weiterhin halt nach vorne schauen, gucken, dass es weitergeht. Also einfach auf Twitter jetzt, auf Twitch. Jetzt. Und auf Twitter habt ihr immer auch die neuesten Videos bereit. Ja, sonst bin ich halt kaum noch schon aktiv. Das könnt ihr ändern, indem ihr auch ein bisschen Zuneigung schenkt. Aber ja. Aber so ist es halt, oder? Und jetzt habe ich wieder mal ein Video gemacht über meine Sorgen, meine Probleme, dass ich einfach das jetzt auch mal angesprochen habe. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Dislikes wahrscheinlich unter diesem Video. Ist mir schnuppe. Weil Dislikes sind genauso wie Likes dazu da, das Video bekannter zu machen. Die Likes und die Dislikes machen, dass das Video besser gefunden wird, mehr Aufrufe erhält und so weiter. Das ist eine Hilfe. So, und somit bin ich eigentlich jetzt gerade so ein bisschen fertig. Jetzt können wir noch natürlich noch ein bisschen mehr wieder in die Warzone gehen, so richtig. Jetzt haben wir eigentlich einen Weihnachtsbaum gefunden mit einem Feuerwerk und einen mit, ne, das ist ein Schatz gewesen.
Ja, ich habe das letzte Mal gesagt, es wäre ein Gestein gewesen. Das war ja auch nicht in der Aufnahme, genau. Ich habe gesagt, ich habe einen Stab rausbekommen für Level 7. Nein, einen Langbogen. Ja. Ein Stab oder ein Langbogen, weiß ich auch nicht mehr genau. Mit Level 7 aus einem Gestein. Und hat mich so gefreut. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, das war ein Schatz natürlich. Ja, und es war auch ein Schatz. Der Schneeschatz halt. Vom Schneegebiet. Und ich dachte, das wäre ein Gestein gewesen. Das ist klar. Das sind so Sachen, die macht man halt einfach als normaler Mensch. Es gibt ja Leute, die wollen überhaupt keine Fehler sehen. Für mich sind das irgendwie, ja, tote Menschen, die eigentlich nur noch auf sich schauen oder auf andere schauen, dass sie ja keinen Fehler machen und so weiter. Aber das war ein ganz guter Kommentar von jemandem. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ja, der es weiß, der weiß, dass ich es weiß, dass ich weiß, wer das ist. Oh Gott. Aber genau solche Sachen, die unterstützen mich. Die sind gar nicht böse. Aber Dislikes und so. Ich weiß nicht, wie so ein Mensch eigentlich disliked. Eben wenn ich gerade so ein bisschen mürrisch bin und gerade sehe, ne, da ein Let's Play oder so macht gerade ein bisschen großkotzig, bisschen Ego. Dann vielleicht. Aber bin ich Ego? Ey, ich mache etwas für euch. Ich mache alles für euch. Ich zeige euch das Spiel. Ich mache Gameplay. Und das ist doch etwas Tolles, oder? Nicht? Weil heutzutage wird ja alles weggeschnitten. Ja, ist ja klar, dass ihr vielleicht ein bisschen böse seid, dass ich nicht schneide. Aber eben, ich habe ADHS. Ich kann da nicht immer sofort alles super schneiden. Und das ist eine Mordsarbeit. Wenn ich jemanden zum Schneiden hätte, kein Problem. Oder wenn ich einfach Zeit hätte zum Schneiden, aber ich mache den ganzen Tag Sport. Und dann noch ein Let's Play. Und noch mehr Let's Play. Und dann noch mehr Let's Play. Nee, es ist halt einfach so, dass es heutzutage einfach immer wie mehr großkotzige Menschen gibt, die einfach denken, sie müssen andere trollen, anderen Schaden zufügen, damit es einem besser geht. Aber was ihnen besser geht, ist das Hating an sich selber. Sie haten damit sich selber. Also sie, indem sie irgendwie Hate verbreiten, ist die Chance da, dass sie selber Hate bekommen. Und da kann natürlich ein Mensch, der nie hatet, nicht verstehen, wieso er gehatet wird. Also ich habe nie gehatet. Ich war immer einer der nettesten Menschen zu anderen. Ich hatte viele Kollegen und so weiter. Aber moderne Kollegen gehen weg, neue kommen nicht nach. Also ist man halt auch ein bisschen alleine. Also man, die Menschen übertragen ihr Gift selber. Sie sollen aufhören, das Gift zu übertragen, das sie verbreiten. Dieses Hatings, diese Runtermacherei, dieses Mobbing und alles Mögliche, muss der Mensch einfach wegimpfen. Er muss weg von dem. Und erst dann geht es wieder der Menschheit besser. Aber wenn ihr weiterhin böse seid, geht es euch immer schlechter. Weil mir geht es noch super, auch wenn ich gehatet werde. Mir geht es noch super. Und das ist eben so eine Sache, die ich verstehe, andere aber scheinbar nicht. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich hoffe einfach, ihr versteht es, dass es mit negativen Sachen nicht vorwärts geht, sondern zurück. Bei euch selber. So, und ja, wir haben jetzt eigentlich einen Part gemacht mit nur Reden und ein bisschen Weihnachtsbäume schauen, weil es, ja, es macht keinen Sinn, so low level in der Warzone zu sein. Ich war vor 10, 20 Tagen, ja, noch so ungefähr Level, ja, 30 ungefähr, noch weniger. Und es ging besser. Weil heutzutage sind alles nur noch OP-Leute da, die mich sofort wegkehren. Das ist einfach so. Die Leute gehen weg von Regnum. Vor allem die Alissen. Okay, die hatten jetzt auch wieder einen Drachenwunsch. Aber heute um 1 Uhr war ein Drachenwunsch. Also immer so ungefähr um 1 Uhr einschalten, also reinkommen ins Spiel. Und den Drachenwunsch mitmachen. Ja. Ich habe da noch geschlafen. Also ich war ungefähr um 6 Uhr wach schon. 4 Stunden bis 10 Uhr und habe dann noch 3 Stunden, 4 Stunden geschlafen. Hab's leider verpasst, knapp. Aber ja. Ich muss ja nicht in jedem Drachenwunsch dabei sein.
Was wurde so? Ja, ich denke, ich werde nachher ein bisschen leveln ohne AXP Boost, aber ich habe einen AXP Boost auf 50. Ja. Dann werde ich da noch ein bisschen etwas machen. Aber die Lust ist eigentlich gegen 0 irgendwie zu leveln. Ja, das ist natürlich 88.000. 80. Natürlich sehr wenig. Aber meistens bekommt man nur noch Geld, also es bringt wirklich nichts, jetzt momentan auch aktiv zu sein. Ich gehe jetzt hier nach links und gehe da hinter dem Berg rechts. Schauen wir mal kurz zeitlich. 21, okay. Vielleicht nochmal seine Bewertung, eine positive Bewertung anschauen kurz. Kannst du mir ein bisschen merken. Ja, da steht Donuts, ja richtig, Donuts. Als erstes habe ich direkt nur Freunde gefunden. Ich habe MMORPGs und wollte auch mal einer der Klassiker ausprobieren. Aber das komplette Spiel ladet immer runter. Das nervt. Ja, das ist natürlich klar am Anfang. Aber da muss man sich Zeit nehmen und halt eine bessere Verbindung sehen. Also hier mal etwas Positives. Also erstmal vorne, ich zocke mittlerweile 7 Jahre Regnum. Nach längerem Überlegen entschloss ich mich, mein Figur hier zu schreiben. Pro einzigartiges Genre, Aufbauweise. Teilweise ziemlich gute Ideen der Entwickler, dazu später mehr. Ab und zu einige ziemlich abwechslungsreiche Events, gerne mehr davon. Keine hohen Systemvoraussetzungen. Contra. Einige mehr oder weniger spielbeeinflussende Bugs. Deshalb Bugnum. Eine ziemlich aufmüpfige Community. Ja, habe ich jetzt noch nicht so getroffen. Außer die Syrten, die 3, 4 Syrten oder so. Okay, 2, also 3 Syrten, eines war nett. Bei einigen Klassen ziemlich cash-lastig. Ja, das stimmt. Zu wenig Support in-game, das stimmt auch. Und auch auf Discord. Dann haben wir hier noch, wenn man auf dem richtigen Server Rage spielt, ist das Spielerlebnis einfach genial. I enjoyed playing this. Okay, das war ein kurzes Preview. Ist es wirklich niemand online heute? Ja, es ist halt Weihnachten. Die haben auch schon die Party aufgelöst. Lol, das war ein cooler Bug, Anzeigebug. Der stand einfach auf dem Pferd. Schauen wir mal, wie viel online sind. Also der Balanciaga ist hier. Dann ist niemand mehr hier. Es ist niemand mehr. Ein einziger ist mit mir online noch. Bitte Leute, kommt doch ein bisschen mehr online. Es ist klar, es ist Weihnachten. Da hat nicht jeder Lust. Aber ja, einmal täglich zumindest mal ein bisschen online sein. Es tut dem Spiel gut und es tut euch auch gut. Aber ja, das Problem des Problems, gell. Die Leute stecken sich gleichzeitig an mit ihrem Depri-Gedanken. Ja, viele Champions of Regnum-Spieler sind leider irgendwie Depri, weil sie nichts beantworten, nicht grüßen, einfach gar nichts machen, außer uns in der Falle locken, dass wir sterben. Weil ich habe Vertrauen zu den Spielern. Ich folge denen. Weil ich noch low-levelig bin, noch schwach, ich habe kaum Items, nix. Und deshalb muss ich jemandem folgen, damit ich wenigstens ein bisschen etwas abbekomme von Kills, also ja, von EXP und Krips und später Warzone-Punkten. Und genau das geht nicht mehr. Deshalb kommen so wenig Spieler nach Champions of Regnum oder fangen wenig Charakter an. Und das macht alles zu, nur noch so, dass alle zu OP sind für die Leute, die gerne nachleveln möchten. Also zum Beispiel ich, oder? Habe einfach das Gefühl, ich bin nicht mehr willkommen in Regnum, ich muss aufhören. Aber ich bin ein Mensch, der eben Vertrauen hat, Loyalität, alles Mögliche. Ich mache weiter, auch wenn es mir riesig anstinkt. Ich spiele das Spiel weiter. Ich bin nicht einer, der immer Gaming-Hopping macht. Meine Spiele, zum Beispiel Champions of Regnum, jetzt die tausendste Stunde erreicht. Ich kann es nachher beweisen.
Und das war nur ab 2015, als ich Steam, als ich Champions of Regnum auf Steam geholt habe. Also ja, kostenlos natürlich. Aber ein Gründungspaket für 90 Euro gekauft habe. Und genau das ist ja auch das Tolle. Champions of Regnum tut uns gut. Es ist zwar eben nicht gerade so spannend, aber es tut den Menschen gut zu sehen, man hat ein Reich, man hat ein Ziel, andere ja, Reichsmitglieder zu verkloppen oder der Beste zu sein und so weiter. Das braucht ein Spiel. Aber in vielen anderen Spielen ist das gar nicht mehr existent. Deshalb spielen ja auch so wenig andere Games. Oder nur die besten Games werden so viel gespielt. Und Regnum ist trotzdem noch viel, ja, belebt. Also im Steam steht ja 10, 20 Spiele, ja, das ist auf Valhalla, aber hier, ich könnte mal eine Zählung machen, einfach mal durch die Gegend laufen, wie viele unterschiedliche Spiele wir sehen. Könnt ihr gerne dann im Livestream dann mal aufzählen, weil ich ja dann sowieso am Reden bin und ein bisschen abgelenkt bin, kann ich das natürlich dann nicht immer merken, welchen Spiel ich noch nicht zweimal gezählt habe und so weiter. Dürft ihr dann gerne helfen. Aber es sind sicher hunderte Spiele online. Auch am Morgen. Und das ist das Schöne, dieser Zusammenhalt. Ein Spiel, wo man einfach zusammen sein möchte. Und viele Clanmitglieder und ja, vor allem halt die Spanier, die halt ein bisschen die Leute vertreiben. Also die Argentinier. Die sind halt negativ, aber macht euch nicht keine Gedanken über das. Das ist völliger Blödsinn. Eigentlich kann nichts negativ euren Geist trüben. Vor allem meiner ist völlig hart. Ich mache trotzdem weiter. Aber eben, ob jetzt die Lust eher auf Twitch oder auf YouTube Let's Play da ist, muss ich schauen. Weil momentan bin ich jetzt auch gerade ein bisschen angestinkt. Aber das ist klar. Man bekommt immer weniger Likes über. Vor ungefähr 10 Tagen hatte ich noch 8 Likes bekommen. Davon ist einer ein guter Kollege von mir und einer sicher noch einer von dem Clan 300, wo ich jetzt den Namen jetzt gar nicht weiß, aber ich kann nachschauen. Aber Dankeschön fürs Unterstützen der Xiadin, also Celia und Cetrius, die untersten zwei. Dankeschön dafür. Und sonst sind halt einfach viele halt weg wieder. Nach einem Monat halt schon wieder weg. Kann ich verstehen. Ist ja manchmal nicht schlimm. Aber ja. Die Unterstützung ist weniger geworden und die Hates wurden mehr. Und deshalb bin ich einfach ein bisschen angestinkt, auf Regnum in YouTube zu bringen. Eigentlich alles auf YouTube zu bringen, bin ich ein bisschen angestinkt. Aber das ist eher eine Vorsichtsmaßnahme, also ein, ja, ich möchte nicht in die Depri-Phase reinkommen, die halt viele Leute einfach so bringen. Ich möchte lieber, ja, schauen, dass es einfach vorwärts geht mit dem Spaß. Wieso freuen sich die Leute nicht über Spaß? Wieso wollen die Leute nicht Spaß wiederbringen? Ja, also deshalb leider nicht nur eine Folge heute und ich muss schauen, wann ich wieder eine neue Folge bringe, weil morgen mache ich wieder einen Livestream. Oder vielleicht heute schon einen Livestream, ich weiß es nicht, nee, heute noch nicht. Ich bin zu müde heute. Zu viel Sport gemacht am Heiligabend. Und zu viel geschlafen. Also ja, nur ungefähr 4, 5 Stunden am Tag, also nee, am Morgen und am Tag, also früher morgen und am Tag. Ist zu wenig natürlich. 4, 5 Stunden pro Tag ist viel zu wenig. So 6 bis 8 Stunden ist, glaube ich, optimal und das mag ich manchmal kaum. Also, ja, es gibt so Tage, da schlafe ich 10 Stunden oder mehr. Oh, ein neuer Spieler, der Aizaron Ichi. Ah. Also dann wünsche ich frohe Weihnachten und sorry wegen dem bisschen negativeren Video. Aber solche Sachen spreche ich ja gerne ein bisschen an, damit es einfach euch auch ein bisschen beschäftigt, euch ein bisschen zum Nachdenken bringt. Ich will euch nicht irgendwie runter machen.
schlechte Gedanken in den Kopf schmeißen oder so. Einfach Kraft haben. Kraft im Leben, Kraft in Gedanken, Kraft im Sprechen. Das ist natürlich schon wichtig. Oh, die Bitty, das Süchtigste, einer von den süchtigsten Magnanitensucher. Und ja, ich habe eben völlig zu wenig zu tun hier in Regnum. Kann kaum Aufnahmen produzieren, ohne irgendwie herumzulaufen und Sachen zu suchen. Ich suche nur Weihnachtsbäume, aber nirgends hat es Weihnachtsbäume. Ah, da warst du nicht. Oder hast du es nicht eingesammelt, weil es nichts bringt? Hm. Itzi bitzi, kleine Spinne. Das ist das Rote hier vorne, ein Farbglocke, ein Leuchtfeuer. Okay. Dann mit einem schönen Bild verabschiede ich mich. Ich mache mal kurz ein Thumbnail. Aber ja, so editieren mit, ja, Let's Play und so möchte ich eigentlich auch gar nicht machen. So, das ist doch schön. Dann, tschüss. Oh, nochmal. Tschüss.